Eva Lotta, du kannst doch schwimmen. Na klar. Schluss jetzt, lass dir doch laufen. Warte, ich komm gleich und helf dir. Keine Angst, wir kommen gleich und helfen dir. Vorwärts, Eva Lotta. Hilfe! Hier bleibst du. Du kriegst mein Overall. Großmütig gegen Besiegte zu sein, gehört zu unseren Grundsätzen. Ich bin aber nicht besiegt. Außerdem kommen gleich die anderen und befreien mich. Wir können ja so lange Pfeilwerfen spielen. Ich habe nichts dagegen, aber versuch nicht zu fliehen. Gut, spielen wir. Ich versuche rauszukriegen, wie jetzt die Lage ist. Wenn sie nochmal herkommen, musst du unser Hauptquartier bis zum letzten Mann verteidigen. Und bevor du in Gefangenschaft gerätst, musst du alle wichtigen Papiere verbrennen. Ist gut. Ja, wen sehe ich denn da? Unseren lieben Ena, unseren lieben alten Ena. Du scheinst nicht erfreut zu sein, alte Freunde wiederzusehen. Doch, doch, ihr kommt nur so überraschend. Ach nein, so ist das. Du hast leider keine Adresse hinterlassen, als du wegfuhrst. Aber Lola ist ein vernünftiges Mädchen und wenn man ihr gut zuredet... Was hast du mit Lola gemacht? Nicht doch, nicht doch. Ruhig Blut bewahren. Was willst du überhaupt von mir? Du warst schon immer schwer von Begriff. Wir wollten dich nur zu einer kleinen Spazierfahrt und uns ein bisschen unterhalten. Ich habe nichts mit euch zu besprechen. So nicht? Ich bin davon überzeugt, dass du mitkommst. Schließlich können nicht drei die ganze Arbeit machen und nur einer davon kassiert. Du hast eine Minute Zeit. Dann musst du dich entscheiden. Die Autotour oder blaue Bohnen. Also zuerst wirst du mal dein Spielzeug wegstecken. Und wenn ihr nett seid, können wir auch über das Teilen reden. Deine Großzügigkeit ist wirklich grenzenlos, Ena. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Jetzt geht es nicht mehr ums Teilen. Du verstehst schon. Hallo, Eva Lotta. Gut, dass du kommst. Ich wollte gerade reingehen, um zu sehen, ob das Essen schon fertig ist. Wieso bist du denn so nass? Ich hab gebadet. Aha. Bis dann, Jungs. Ich muss jetzt weiter rein. Bis dann, mein lieber Ena. Wir sehen uns bald wieder. Möglich, möglich. Wollen die Herren nicht mit reinkommen? Die Herren haben es leider ziemlich eilig. Danke für die Einladung. Ein andermal gern. Hast du Hunger? Mhm. Hör mal, Eva Lotta. Tür zu! Man klopft zuerst an, bevor man das Zimmer einer Dame betritt. Entschuldige bitte. Aber ich hab's eilig. Habt ihr eine Stockholmer Zeitung? Ja, wieso denn? Hör mal, das war doch vorgestern, als uns Onkel Einar zu Kuchen eingeladen hat. Ja, das war vorgestern. Also war das am Montag. Kommst du an die Zeitung? Ich denk schon. Ich sehe mich gleich mal drin um. Gut. Und was mache ich damit? Bring sie mit ins Hauptquartier. Es ist wichtig. Habe ich mal wieder den richtigen Riecher gehabt. Hallo, wo bleibst du denn? Augenblick, ich komm gleich. Hallo, hallo. Die ist ja nicht abgeschlossen. Ah ja. Jetzt. Wo bleibt nur Kalle, weißt du's? Nein, warum? Er hat gesagt, es sei wahnsinnig wichtig. Das ist er. Wir müssen sofort mit den Roten Frieden schließen. Notfalls müssen wir sogar bedingungslos kapitulieren. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Wir haben doch erst angefangen. Es hat gar nichts zu sagen. Jetzt geht es um wichtigere Dinge. Eva Lotta,
Sag mal, hältst du eigentlich viel von Onkel Ena? Ob ich viel? Wieso denn? Tja, er ist doch immerhin der Vetter deiner Mutter. Warum interessierst du dich dafür? Du wärst doch sicher nicht traurig, wenn du erfahren würdest, dass dieser Onkel Ena ein Gangster ist. Nein, wo hast du das bloß her? Meinst du im Ernst, in unserer Familie würde es einen Gangster geben? Tja, hört mal zu, den Artikel da hat Onkel Ena in der Konditorei gelesen. Juwelendiebstahl auf Östermalen. Wertvolle Juwelen wurden in der Nacht zum Samstag aus einer Wohnung in der Banjärgatan entwendet. Diese Wohnung, die einem bekannten Stockholmer Bankier gehört, stand zu diesem Zeitpunkt leer, sodass die Diebe den Einbruch ungestört beenden konnten. Und daneben steht wild gewordene Kuh verursacht Panik. Steckt da deiner Meinung nach auch Onkel Ena dahinter? Wenn du Blöd quatschst, darfst du nicht mitmachen. Was ist denn das? Die gestohlenen Juwelen, die einen Wert von 35.000 Kronen haben, befanden sich in einem Tresor, den die Diebe mit abtransportierten. Die Polizei nimmt daher an, dass an diesem Einbruch mindestens zwei, wenn nicht noch mehr Personen beteiligt waren. Das ist ja eine Perle. Wo hast du denn die her? Aus dem Stollen. Onkel Ena hat nämlich dort vorgestern Nacht seine Beute versteckt. Ach, du spinnst ja. Er ist jedenfalls clever. Hast du die Typen gesehen, mit denen Onkel Ena gerade gesprochen hat, dass du gekommen bist? Ja. Bestimmt sind das seine Komplizen gewesen. Aber irgendwie hat er es geschafft, sie wieder loszuwerden. Sie nennen sich Krock und Redig, aber sicher sind die Namen falsch. Aber woher weißt du das alles? Ich hab's eben herausgefunden. Vielleicht kann ich es deswegen nicht lassen, immer was aus der Keksdose zu stibitzen. Du bist erblich belastet, das ist völlig klar. Und wenn er jetzt unser Silberbesteck klaut? Das ist doch höchstens versilbert. So, und jetzt zu den Roten. Ja. Nimm die weiße Fahne, geh rüber und bitte sie um Waffenstillstand. Hm? Die glauben natürlich, wir hätten alle drei einen Sonnenstich gekriegt. Was machen wir überhaupt? Wir müssen nachforschen. Aber unternimm nichts, bevor wir zurück sind. Nein, nein, aber beeil dich. Mhm. Und du? Hm? Du erkundest gleich mal, wo Onkel Ena steckt. Aber vorsichtig. Ist gut. Seid ihr verrückt geworden? Wir haben doch gerade erst angefangen. Warum wollt ihr schon wieder Schluss machen? Wir ergeben uns sogar bedingungslos. Du kannst dir warten, während wir uns zur Beratung zurückziehen. Mhm. An die Kriminalpolizei in Stockholm. In Anbetracht dessen, dass Ihnen vielleicht einige Fingerabdrücke fehlen könnten, schicke ich Ihnen an bei diese, in der Hoffnung, dass Sie mit denen, die Sie haben, übereinstimmen. Weitere Auskünfte werden gratis erteilt. Karl Blomqvist. Privatdetektiv. Du, Onkel Ena ist die ganze Zeit auf seinem Zimmer. Das ist gut. Was? Du schreibst an die Kriminalpolizei? Das ist wirklich merkwürdig. Weißt du, was das ist? Das ist doch ein Fingerabdruck. Ja, von Onkel Ena. Nimm dir ein bisschen Geld aus dem Pokal da und kauf damit Briefmarken aus der Post. Gut. Leg ihn inzwischen in die Kiste. Ja. Wenn sich also in Zukunft die Angehörigen der Roten und der Weißen auf der Straße begegnen, müssen sie sich dreimal verbeugen und sagen, ich weiß, dass ich unwürdig bin, den gleichen Boden wie du zu betreten, oh Herr. Unterschreib das. Bestimmt noch viel spannender als der mit den Roten. Ihr habt ja inzwischen schon angefangen. Das mussten wir. Und wie geht's weiter? Zunächst müssen wir mal die geraubten Juwelen sicherstellen.
Aber einer muss hier bleiben und auf Onkel Aina und die anderen aufpassen. Ich jedenfalls nicht. Ich will unbedingt die Juwelen suchen. Die passen schon selbst aufeinander auf. Na schön. Komm mit. Es ist so spannend, man kriegt fast Bauchweh davon. Ach, aber wie kommen wir bloß in den Stollen rein? Wo hast du die Perle gefunden? Da, im Stollen. Aber wie bist du denn da reingekommen? Jetzt überleg mal, wie man durch verschlossene Türen kommt. Kommt.